Du möchtest sehen, wie man das originale Heck gegen das viel schönere von lanmoto.de austauscht? In diesem Video zeigen wir jeden Schritt und erklären alles. Als allererst wird die Sitzbank abgebaut, hier unten an der Schlaufe entriegeln und gleichzeitig die Sitzbank abheben. Da wir das ganze Verkleidungsteil abbauen wollen, müssen wir hier die Schrauben lösen. Nur lösen, nicht ausschrauben. Dafür muss der Tankdeckel ab. Und hier sitzt noch eine Schraube mit 8er Schlüsselweite, die muss auch entfernt werden. Und jetzt kann man das Verkleidungsteil abziehen. Um jetzt den ganzen Kennzeichenhalter abzubauen, müssen einige Schrauben entfernt werden. Diese mit 8er Schlüsselweite links und rechts. Und die 4 Schrauben von unten. Da das Licht und die Blinker an dem Kennzeichenträger mit dranhängen, müssen wir die Kabel lösen und dafür machen wir den Kabelbinder ab. Um alles zusammen abbauen zu können, müssen wir die 3 Stecker lösen. Da man die beiden Blinkerstecker vertauschen könnte, machen wir an einen Blinkerstecker auf beide Steckerseiten einen schwarzen Punkt. Um den Stecker von der Kennzeichenleuchte trennen zu können, muss das untere Teil abgeschraubt werden mit einem Torx 30 Bit. Um den Stecker zu lösen, nimmt man am besten einen kleinen Schraubendreher, drückt die Nase rein, kann ihn ganz leicht auseinanderschieben. Das ganze Paket kann man jetzt am Stück abnehmen und das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung einfach rausziehen. Da bei dem Modell das Rücklicht und die Blinker am Kennzeichenhalter montiert sind, müssen wir die 3 Teile abbauen und an den anderen Kennzeichenhalter anbauen. Dafür lösen wir die 3 Schrauben mit dem Torx 20 Bit. Die Blinker sind fest mit einer 13er Mutter. Da man die Stecker von den Blinkern vertauschen kann, haben wir die Stecker markiert und deshalb legen wir jetzt den Blinker der rechten Seite auf den Tisch auf die rechte Seite. Die Gummimuffen für die Löcher werden von dem originalen Kennzeichenhalter übernommen. Die 3 Schrauben können wieder eingeschraubt werden. Nicht zu fest. Das ist nur ein Plastikgewinde. Auch die Blinker können schon montiert werden. Und zum Glück haben wir die Blinker den rechten rechts hingelegt und den linken links. Wir empfehlen bei der Montage der Schrauben, Schraubenkleber zu verwenden, da sich die Schrauben durch Vibration lösen könnten. Bevor wir die Beleuchtung anstecken, müssen wir noch eine Sache ändern. Die Original-Kennzeichenbeleuchtung von dem Original-Kennzeichenhalter fällt in dem Fall weg und wir müssen die originale integrierte Kennzeichenleuchte vom Rücklicht aktivieren. Dafür haben wir in dem Fall die Isolierung ein Stück weit aufgeschnitten, um an das grüne und weiße Kabel zu kommen und setzen hier eine kleine Brücke ein. Damit ist die Kennzeichenbeleuchtung, die im Rücklicht integriert ist, aktiviert. Aus dem Grund schickt LanMoto diesen Stromdieb mit. Hier müssen wir die 2 Adern einführen. Das sieht so aus. Anschließen wir diese Brücke mit einer Kombizange zugedrückt. Und dann sind die 2 Adern miteinander verbunden.
Wenn man möchte, kann man den Bereich noch mit Isolierband zumachen. Es ist aber nicht nötig, da die Adern hier sowieso offen liegen. Jetzt verbinden wir erstmal alle Stecker miteinander und machen einen Funktionstest. Hier verbinden wir wieder die zwei Stecker mit dem Punkt. Und der Stecker von der Originalkennzeichenbeleuchtung bleibt frei. Zeit für einen Funktionstest. Rücklicht geht. Kennzeichenbeleuchtung geht. Blinker links geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht. Rechts geht auch. Bremslicht geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht. Bevor wir die Kabel ordentlich verlegen, machen wir noch den eigentlichen Kennzeichenhalter dran. Der wird von unten verschraubt und die Schrauben werden auch wieder mit Loctite eingeklebt. Jetzt ist der Kennzeichenhalter an sich montiert. Wir haben ihn schon ein bisschen festgeschraubt und können jetzt noch nach Belieben den Winkel einstellen. Alle Kabel sind fixiert und jetzt können wir die Abdeckung wieder drauf machen. Als nächstes wird die Schraube von unten wieder eingedreht. Wenn man sich für einen Winkel entschieden hat, wird hier noch ein Loch gebohrt mit dem mitgelieferten Bohrer und anschließend die Position mit einer Schraube fixiert. Und dafür sollte man auf jeden Fall Kette und Reifen mit einem Lappen abdecken, damit dort keine Späne reinfallen. Das war der letzte Schritt. Alles ist fertig.